Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute ein Test zum Mi Fitness Tracker. Hab das Teil hier schon mal zu liegen. Hier ist nochmal die Verpackung. Wie gesagt, ich hatte dazu letztens ja schon ein Unboxing gemacht. Ich verlinke das Video hier nochmal. Darum zur Verpackung und Inhalt nicht allzu viel. Hier nochmal zum Band. Wir haben hier, es ist ich zeige euch gleich nochmal den Sensor. Wir haben hier den Sensor, der vorne mit gebürstetem Aluminium ist. Wir haben drei LED-Lampen, die uns gewisse Sachen anzeigen. Da kommen wir später zu. Wie gesagt, aufgeladen wird das Ding ist im Lieferumfang mit einem USB-Kabel, wo wir das hier reinstecken. Und dann laden wir ihn auf. Wie gesagt, der Akku hält 30 Tage. Das konnte ich jetzt noch nicht genau testen, aber ich glaube, das haut auch hin, weil ich habe das Ding jetzt ca. 10 Tage ausführlich getestet. Das Band gibt es in verschiedenen Farben, also ihr könnt euch da in Blau, Grün, alles Mögliche aussuchen. Wie gesagt, der Verschluss ist auch aus Aluminium, hält auch sehr gut, also mir ist nie das Band mal aufgegangen, abgegangen. Es liegt auch sehr angenehm, weil es auch sehr leicht ist, obwohl es so ein starres Gummi ist. Wie gesagt, der Sensor kommt hier rein. Der ist auch mir noch nicht irgendwie mal rausgefallen oder irgendwie sowas in der Art. Das hält alles wirklich sehr gut. Wie gesagt, die Länge von dem Band insgesamt, das waren glaube ich 225 mm. Also ihr habt auch wirklich sehr viele Einstellmöglichkeiten. Es müsste eigentlich an jeden Arm passen. So, aber kommen wir jetzt mal. Nein, nochmal ganz kurz. Das Ding ist noch IP67 zertifiziert, also wassergeschützt. Also ihr könnt da ruhig, wenn ihr mal die Hände wascht oder so, wenn da Wasser reinkommt, kein Problem. Aber jetzt würde ich sagen, kommen wir zur App. Zeig das hier nochmal. So, haben wir hier. Wenn wir sie öffnen, haben wir in der Mitte sozusagen die Schritte, die erzählt. Das ist sozusagen vom heutigen Tag. Man kann sich ein Ziel festlegen, das zeige ich gleich noch. Ist ja eher synchronisiert sozusagen gerade. Und wir sehen hier sozusagen die letzten Sachen. Zeig dir nochmal an. Also heute bin ich schon mal 418 Schritte gegangen, 225 Meter, 22 Kalorienverbrauch. Wir können hier einmal genau rauftippen, dann sehen wir die Daten nochmal genauer. Welche Uhrzeit zum Beispiel? Haben wir hier einmal nachts um 4 bin ich 91 Schritte, 1 Minute 59 Meter gelaufen. Denn heute Morgen, als ich aufgestanden bin, 250 Schritte, kann man sich alles wirklich genau anzeigen lassen. Mal wieder zurück, dann haben wir hier oben nochmal, wenn wir hier rauf drücken, sehen wir die letzten Tage. Die Schritte, die man gegangen ist. Da zeigt hier unten an, sagen wir mal hier, den Tag waren es 5,51 Kilometer, waren 7.858 Schritte, 411 Kalorien verbraucht. Zeigt dir so alles ganz genau an. Ja, wieder zurück. Suchen wir jetzt einmal nach links. Da haben wir zum Beispiel, misst ja den Schlaf. Wie gesagt, heute Nacht hatte ich 7 Stunden, 11 Minuten, 3 Stunden, 4 Minuten im Tiefschlaf. So, wenn wir, wie gesagt, noch einmal auftippen, können wir noch ganz genau sehen, welche Uhrzeit, wann wir ins Bett gegangen sind, wann wir aufgestanden sind. Zum Beispiel hatten wir hier die erste Zeit von 23:56 bis 1:04 hatte ich einen leichten Schlaf. Dann hier tiefen Schlaf und hier das ist, wo ich wach war. Kurz eine halbe Stunde. Das kann man wirklich sehr gut und ist auch von der Wahrnehmung meiner persönlich, muss ich sagen, stimmt das. Also ich war zu dieser Zeit wach. Und wie gesagt, Bett gehen, aufstehen, man muss dazu nicht extra tippen, das erkennt das Band automatisch. Und das funktioniert auch sehr gut. Ob das jetzt stimmt, dass ich da im Tiefschlaf war, kann ich natürlich nicht sagen, aber ich denke mal, dass das meine Empfindung nach ist es ziemlich genau. Ja, das Einzige, was ich noch sagen muss, wie gesagt, er erkennt ja automatisch den Schlaf. Aber ich muss sagen, wenn man nach 6 Uhr ins Bett geht, dann misst er den Schlaf nicht mehr. Das hatte ich jetzt mehrmals gehabt. Wir können hier mal kurz die Statistik aufrufen. Hier umtippe, so die letzten Tage, wie ich geschlafen habe. Hier kann man alles nochmal ganz genau. Zum Beispiel hier die 3 Tage bin ich nach 6 Uhr ins Bett gegangen. Und da misst ihr den Schlaf nicht. Genau wie wenn ihr jetzt nachmittags mal eine Stunde Mittagsschlaf macht. Das misst ihr nicht. Und dann könnt ihr zum Beispiel, wenn ihr jetzt hier rauftippt, seht ihr nochmal. Zum Beispiel vorgestern habe ich 7,5 Stunden geschlafen, 4,5 Stunden circa im tiefen Schlaf, 3 Stunden in leichten Schlaf. Sagt, die Nacht waren es bloß 4 Stunden, also knapp 5 Stunden schlafen und 2 Stunden im tiefen Schlaf. Das könnt ihr euch ja alles gut anzeigen.
Nochmal zurück, gehen wir mal wieder rüber. Hier kann man das Gewicht eingeben. Das muss man mal selber eingeben. Dann hier rauf. Ja. So, dann gehen wir mal auf die Einstellung. Wir haben hier Settings. Müssen wir das Mi-Band auswählen. Es gibt ja von der Firma noch andere Sachen. Das Mi-Band, dann sehen wir zum Beispiel den Akkustand. Da haben wir jetzt vor 10 Tagen geladen und ist immer noch bei 78%. Also mit diesen 30 Tagen, das kommt schon gut hin. Dann können wir hier noch das Licht einstellen für die drei LEDs, wie man es haben möchte, ob es orange, grün oder rot. Da vier Möglichkeiten. Wieder zurück. Wir können zum Beispiel dann eingeben, ob die linke oder rechte Hand. Und dann gibt es noch eine Einstellung, dass das Band vibriert, wenn ihr Anrufe bekommt auf euer Handy. Ja, das kann man hier einstellen. Man muss es dann paaren. Bluetooth, da muss aber auch dann immer eine Bluetooth-Verbindung bestehen. Sonst geht das nicht. So, die anderen Daten, die speichert er ja so lokal auf dem Band. Und wenn ihr Bluetooth anmacht und die App startet, dann synchronisiert er die Daten. Also voreingestellt ist das, glaube ich, auch 20 Sekunden, was ganz schön lange ist, weil nach 20 Sekunden legt ja schon jeder auf. Wer bleibt so lange am Telefon? Ist eigentlich sinnvoll, 3 Sekunden, das Telefon klingelt, 3 Sekunden und 3 Sekunden fängt dann an, das Band zu vibrieren und ihr merkt, oh, ich bekomme einen Anruf. So, das ist das. Dann haben wir noch weitere Einstellungen. Wir können nämlich uns noch wecken lassen von dem Band. Das heißt, das Band vibriert dann, was ich aber. Ja, das muss man ausprobieren, weil man merkt schon die Vibration, aber sie ist auch nicht lange. Kann ich mal eingehen hier. Man hatte noch einen Early Bird Alarm, das heißt, dass ihr euch nicht in dieser Tiefschlafphase weckt. Das kann ich jetzt aber nicht so gut sagen, ob das funktioniert, weil mich hat er immer wirklich genau um die Uhrzeit, wie hier steht, geweckt. Normalerweise heißt es, dass ihr es so erkennt, wenn ihr nicht in der Tiefschlafphase seid und sagt, oh, jetzt hier, es könnte sein, du fällst gleich in die Tiefschlafphase, ich wecke dich dann nicht 9 Uhr, sondern 8:30 Uhr. Ist bei mir jetzt nicht vorgekommen. Darum kann ich nicht genau sagen, ob das so funktioniert. So, dann haben wir noch mehr Einstellungen. Wir können noch Profil, man kann dann halt mehr Profile erstellen. Ich habe jetzt, seitdem ich das Band habe, 29 Kilometer gegangen. Man kann sich Schrittziele eingeben hier. Ja. Gewichtsziel, man kann dann halt das System auf Metrik umstellen oder halt ja, hier auf Pfund und was weiß ich alles. So, dann haben wir hier noch Service. Kann man hier noch Chat zum gehen, denn Health App, also man die verbindet sich auch mit dieser Health App von Apple, überträgt sozusagen die Schritte in diese App. Das Einzige, was da nicht überträgt oder was bei mir nicht funktioniert, ist einfach die Schlafdaten. Ihr überträgt einfach nicht die Schlafdaten. Ich weiß nicht wieso. Es zeigt da zwar an, dass mit der App verbunden ist und die Daten sich von dieser App holt, aber bei mir zeigt er dort nichts an. So, dann haben wir noch Friends. Da kann man sich wohl mit anderen verbinden, die dort auch angemeldet sind. Man muss sich sozusagen, apropos, wenn man die App das erste Mal startet, muss man sich anmelden auf dieser Seite. So, dann haben wir noch Share. Wir können das noch gängigen Plattformen teilen, sozusagen mit unseren Freunden. So, und das ist eigentlich die App. Sehr einfach aufgebaut. Leider nur in Englisch. Für Android gibt es wohl auch eine deutsche Version. Ja, aber das soll es dann zu der App schon mal gewesen sein. Wie gesagt, das funktioniert wirklich ganz gut. Das Verbinden, das Synchronisieren, alles kein Problem. Und ich sag mal, das soll es dann an dieser Stelle gewesen sein. Ich muss sagen, bin sehr zufrieden mit der App und dem Band. Die Schritte sind vielleicht nicht so ganz genau. Das muss ich noch dazu sagen. Also, ihr habt da so ein, ich sag mal, so um 6-7% Abweichung. Ich habe das mal so ein bisschen gezählt. Hier ist es nicht so ganz genau. Und ich würde euch raten, das Band nicht den ganzen Tag zu tragen, wenn ihr da wirklich sehr doll Wert drauf legt, weil Tippen, Tastatur und so nimmt ihr alles als Schritte. Oder in der Küche, wenn ihr da irgendwas schneidet oder sonst was. Weil dann wird es sehr ungenau. So eigentlich nur zum Schlafen ummachen vielleicht. Und dann, wenn ihr wirklich laufen geht oder dass ihr dann nur das Band ummacht. Das mal so als kleiner Tipp, dann ist es ein etwas genauer. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Ciao.